Kreativfreunde. Schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Ich bin Jutta Hartmann, Stamping Up Demonstratorin. Ihr findet mich immer unter Jutta's Craft and Learn Room in den sozialen Medien. Mein Team heißt Herzapfel. Wenn du eine Bestellung aufgeben möchtest, weil dir die Stamping Up Produkte so gut gefallen, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn das über mich passiert. Bestellungen unter 200 Euro in meinem Online-Shop bitte ich dich, diesen Hostess-Code hier anzugeben. Meine Besteller bekommen immer am Anfang des Folgemonats einen kleinen Workshop oder, es kommt immer darauf an, wie hoch die Shopping-Vorteile sind, ein kleines Dankeschön aus dem Jahreskatalog. Also ganz, ganz unterschiedlich. Ich wechsle das immer mal wieder. Es kann auch mal ein Zoom live ganz privat mit mir sein. Also von daher lasst euch überraschen. Und ja, was habe ich heute für euch? Es geht ja nicht in meinem Jutta's gewusst wie, dass ich ein Stempelset benutze und euch das hier nicht anhand von einer Karte mal zeige. Habe ich mir gedacht. Also wir haben zwar noch keinen Halloween und ihr könnt das ist ein Online-Exclusive für den Juli. Ihr könnt das noch nicht bestellen. Es tut mir jetzt sehr leid. Wenn du jetzt ein absoluter Halloween-Fan bist, dann musst du leider bis Juli warten oder du nutzt unser Einsteigerangebot. Das heißt, du zahlst 129 Euro, darfst dir Waren dann im Wert von 175 Euro aussuchen. Du bist dann Stamping Up Demonstratorin. Das bedeutet, dass du entweder für dich selber dich eindeckst, dann bist du eine sogenannte Hobby-Demo, oder du schlägst den Direktvertrieb Weg ein und vertreibst dann auch die Stamping Up Produkte. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Alle Wege stehen dir offen, so wie du möchtest. Es sind sehr schöne Wege, auch wenn man nur als Hobby-Demo sich eindeckt, dann wird die Wunschliste vielleicht etwas schneller leerer, obwohl es füllt sich immer wieder, ich kann es euch sagen. Mit jedem Katalog kommt dann doch nochmal was man gebrauchen kann dazu. Aber es ist ein ja, traumhaft schönes Hobby. So, jetzt kommen wir mal wieder hier zu unserer Karte. Aber das musste ich gerade nochmal erwähnen. Nämlich, wenn du das machst, dann kannst du dir das auch sofort in den Warenkorb mit reinlegen und hast das dann auch schon eher. Und du bist in meinem Team Herzapfel. Oh, also im Monat gibt es immer zwei Teamtreffen und ich schweife wieder ab. Ich merke es, aber das ist sowas, was Schönes einfach. Und ich freue mich, euch das immer wieder da mal zu erzählen und weil das eben halt so ein tolles Hobby auch ist. Und ja, deswegen zwei Teamtreffen, wo wir uns treffen. Einmal über Zoom, wenn du weiter wegkommst, wäre das ideal. Und einmal hier live vor Ort. Playful Ghost, ich habe das einmal hier abgestempelt, das ganze Set. Es ist ein Gummistempelset. Und warum ich damit anfange, ist einfach, weil ich euch anhand dieses Sets und einem älteren Set in meinem Jutta's gewusst wie einen Trick vorstelle. Und dafür brauchte ich ein Gummistempelset. Und von den Online-Exklusiven ist doch tatsächlich das hier das Einzige, was ein Gummistempelset ist. Unglaublich. Also sehr viele Polymer-Stempelsets dabei, die ich euch jetzt im Laufe der nächsten Zeit vorstellen werde. Also, wir haben hier Happy Halloween, Trick or Treat, Boo, aber nur einmal. Ich habe das zweimal abgestempelt, weil ich das Boo so schön finde. Auch hier die Fledermaus, die finde ich auch total süß. Dann haben wir hier den fliegenden Geist auf dem Besen. Dann hier den Dracula, würde ich mal sagen, als Geist. Ne? Und dann hier eben halt einer aus dem Kürbis heraus. Und hier diese beiden schönen Kürbisse. Das ist das Stempelset. Hier haben wir, ja, ich bin die ganze Zeit noch am Überlegen, was das ist. Es könnte das Gebüsch sein, es könnten aber auch die Wolken sein. Ne? Schreibt doch mal in die Kommentare rein, was ihr meint, was das wäre. Hier, na, also das ist, wie gesagt, dieser Stempel hier. Ich könnte mir den auch irgendwie als so Schattengebüsch vorstellen. Ja, eine Wolke, naja, könnte vielleicht auch sein. Ne? Okay, ich bin mal auf eure Antworten gespannt. So, und das benutzen wir heute. Es wird eine ganz einfache Karte werden. Ich habe mir schon mal so ein Kartenrolling hier zugeschnitten. Es wird so eine Art Slimline-Karte werden. Das sind insgesamt 21 cm mal, waren das 10 oder 11? Mal schauen eben.
Lineal her. 10,5 lag ich genau in der Mitte. Dann habe ich mir hier schon einen Aufleger fertig gemacht dafür. Und der hat die Maße 9 mal 20. 9 mal 20, also 1 Zentimeter von allen beiden zurück. Dieses wunderschöne Papier werde ich jetzt einfärben. Zeige euch aber noch mal eben, wie sich das schimpft. Glanzvolle Natur. Wir haben da Bronze, Silber und Gold. Gold ist dann hier mit Vanille. Die anderen beiden sind mit Grundweiß hinterlegt. Also wirklich ein richtig schönes, glänzendes, edles Papier. Das wird eine edle, ja, Halloween-Karte, würde ich sagen. Mal gucken, was jetzt noch so alles dazu kommt. Okay, so. Ich habe mir jetzt hier ein Stückchen Papier genommen und wir brauchen einen Brushpinsel. Den hole ich mir auch und ich bin die ganze Zeit noch überlegen, soll ich den Hintergrund orangefarben machen? Soll ich ihn grün machen? Oder in einem schönen lila Ton? Und ich glaube, ich nehme lila. Die legen wir mal zur Seite. Das ist ja auch so die Halloween-Farbe schlechthin. Und ich nehme mal Amethyst. Fangen wir mal damit an. Mal gucken, wie sich das hier drauf macht. Und färbt mir das jetzt hier schön ein. Oh ja, Amethyst ist schon super. Machen wir uns das mal zu. Der kommt beiseite. Jetzt nehme ich mir noch mal ein Tuch. Hier hole ich mal hier so ein Stückchen Haushaltspapier und wische mal darüber, damit das Silber auch wieder so ein bisschen hervorkommt. Seite hin. Halten uns das hier noch mal drauf. Oh, das sieht schon mega schön aus. Sehr, sehr schön. Ich hole mir jetzt noch Farbkarton in Amethyst als Unterleger. So, hier habe ich den. Jetzt mache ich mir davon einen Aufleger. Ich hole mal eben mein Brett. So, jetzt kommt Rechnerei zum Spiel. Also, ich möchte, dass hier so ein Rand entsteht. Das war vom Aufleger her 9. So, wenn rechts und links 1, dann wären das 10, müsste ich dann machen. 10, also bei 10 Zentimeter schneiden. 10. So. Legen wir uns das mal so drauf. Da haben wir nämlich auch hier einen schönen kleinen Rand. Genau. So. Und das Ganze war 21 cm. Also wären das dann nach Adam Riese 19,5. Richtig? Nein, 20,5, wenn es 21 cm ist. 20,5. So. Den hätten wir dann auch. Genau, so wollte ich das haben. Und dann klebe ich mir den hier nämlich dann auch mit auf. Hervorragend. So ist der Plan. Nur andersrum natürlich. Das heißt, das Ganze hier werde ich auch noch, wer ahnt es, jetzt in Gedanken natürlich anrauen. Bisschen Staub verteilen. Oh, das sieht schon schön aus. Sehr gut. Ja, hier unten, da könnte ich noch mal. Ja, jetzt ist es besser. Und ich habe ja noch meinen Brushpinsel hier. Da gehe ich jetzt auch noch mal ein bisschen den Rand verstärken. Gleich sauber machen. Und meine Hände sind auch wieder so schön eingefärbt. Heute ist die Farbe Lila angesagt.
So, und dann kleben wir uns das hier, aber dann ohne Anrauen auf. Und ich könnte das sogar mit Dimensionals auch machen. Dann ist das so ein bisschen. Aber nee, das klebe ich mir lieber auf, weil das ist ein dünneres Designerpapier. Und dann hängt mir das nachher durch. Und wenn ich eins nicht mag, ist, wenn Designerpapier so lapprig durchhängt. Oh, das gefällt mir gar nicht. Und deswegen klebe ich mir das auf. Weil sonst würde ich hier eine ganze Packung Dimensionals nachher drunter kleben. Und das lassen wir dann mal lieber. Ich kenne mich. So. Okay. Perfekt. Und dann kleben wir uns das hier auch schon drauf, aber richtig rum. So. Genau. Und das könnte ich jetzt mit Dimensionals machen. Die hole ich mir mal. Mein Sammelsurium. 1, 2, 3, 4. Also schön an den Seiten auch. In der Mitte. Zack. Und da. Da. Und da noch eins. So. Habe ich doch ganz schön viele genommen, ne? Aber wie gesagt, ich mag das nicht gerne, wenn die Sachen sich durchhängen. Ich finde, das sieht irgendwie, da hat man die schönste Karte kreiert und die hängt dann durch. Geht doch gar nicht. So, alle abmachen. Und noch eins. Ein bisschen Konfetti. Was ein bisschen widerstrebig ist, was nicht will. Diese kleinen Dinger findet man auch überall im Haus wieder. Mal kurz gucken. Ja, da unten so ein bisschen. Da bin ich ja ganz schlecht drin. Aber ich glaube, ich habe es jetzt gut hinbekommen. So, dass der Abstand überall einigermaßen gleich ist. Ne? Also, das fällt mir total schwer. Aber ich habe es geschafft. Sehr schön. So, und jetzt verteilen wir uns nämlich diese Figürchen hier zwischen. Das heißt, ich stempel mir die mal ab. Und da würde ich jetzt tatsächlich auch gerne Stayson nehmen, damit das so ein richtig schönes Dunkelschwarz ist. Habe ich mir überlegt, das kommt da noch ein bisschen besser durch. Hier. Unseren Fliegenden. Oh, die kleben fest. Wenn die Stempel euch festkleben, richtig, und ihr da so ein bisschen Bedenken habt, runterzukommen, nehme ich mir immer den Aufhebhelfer und zack, komme ich hier dran. So. Mein bestes Tool, Aufhebhelfer. Der hat schon viele Sachen für mich gerettet und ach, einfach schön. So. Jetzt müssen wir aber was ausprobieren, bevor ich die anderen abstempel, weil mir ist nämlich gerade eingefallen, ich möchte ja mit den Alkoholmarkern kolorieren und das sollte man eigentlich nicht damit machen, aber das Schwarz ist, finde ich, hier intensiver dadurch. Das probieren wir jetzt mal aus, sonst muss ich es nochmal im Memento stempeln. So, das Gespenst, wie machen wir das denn? Also, ich würde mal sagen, wir nehmen uns hier Limette habe ich hier. Und da machen wir mal die Hutkrempe hier. Wir gucken einfach mal, wie sich das hier verhält. Bisher ist alles gut. Jawohl. Okay, die Hutkrempe könnte ich ja theoretisch auch, wir könnten das so streifenmäßig machen. Sieht bestimmt auch cool aus. Das machen wir jetzt einfach mal. Bisher passiert noch nichts. Dann suche ich mir Amethyst. Mal gucken, wo habe ich die
denn alle hier? Was haben wir hier? Friesen Lila. Und was ist das? Heideblüte. Dann habe ich hier noch so einen Ton, aber ich glaube, das ist Brombeermus, oder? Genau, das ist Brombeermus, das wollen wir nicht. Habe ich denn keinen Amethyst? Ich bin jetzt gerade so ein bisschen sprachlos. Was habe ich hier? Orchideenlila, das ist raus. Genau, das waren die aussortierten, aber nicht, dass ich die falsch einsortiert habe. Nochmal kurz reingucken. Nö. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt hier das nehmen, was wir haben. Muss ich direkt mal auf meine Liste schreiben, dass mir Amethyst eigentlich hier fehlt. Das ist Friesenlila. Ich finde Heideblüte aber besser. Dunkel, genau. Dunkel Heideblüte nehmen wir jetzt. Und dann malen wir mal hier so drüber. Meine erste Halloween-Karte. So. Und die Hutkrempe natürlich auch. Ach, ist das schön. Richtig schön. Oh, ich freue mich schon so. Und die anderen Online-Exclusives, die sind auch so traumhaft schön. So, da habe ich vorne jetzt noch einen grünen reingemacht. Und dann nehme ich mir einen hellen Grauton. Was habe ich hier erwischt? Hell Schiefergrau. Und mache die Schnalle damit. Guck mal, perfekt. Und wir können hier das auch damit machen. So, gefällt mir gut. Dann nehmen wir uns die mal so beiseite. Brauchen wir den Besen und den mache ich mir in, was habe ich hier erwischt? Elfenbein? Nein, ich wollte Savanne haben. Hier ist doch Savanne hell, ne? Genau, hell und dunkel brauchen wir. Ich fange erst mit dem Dunkel an. So ein paar Streifen hier so. Und dann gehen wir hier mit drüber. Ah, ich weiß. Also, seht ihr das? Hier kann man es jetzt sehen. Da fängt das an, so langsam ein bisschen zu zerlaufen. Deswegen lieber Memento nehmen. Meine Empfehlung. Aber ich wollte, dass das so ein bisschen intensiver ist. Gut. So, das. Und dann nehmen wir nochmal den hellen. Ist ja auch ein kleines Motiv. Machen gleich mal den Vergleich. So, und jetzt haben wir das hier noch. Was haben wir denn noch für eine Farbe? Ein Orangeton, den machen wir jetzt hier orange. Und zwar in Kürbis. Oder wir könnten hier unser neues, das ist Terrakotta, nein. Mal kurz schauen, was wir hier haben. Ah, wir bleiben bei dem Kürbis, würde ich sagen. Ich hatte jetzt noch an unser Pfirsich gedacht, aber ich will hier eine kräftige Farbe haben. Eine kräftige Halloween-Farbe. So. Den Umhang einmal. Perfekt. Den Geist, den mache ich nochmal mit meinem Weiß hier drüber. Das ist der Aufheller. Dann wird das nochmal ein richtig schönes. Also man sieht schon, dass man damit was drüber gegangen ist. Dafür nehme ich aber lieber die Seite hier. Da mache ich auch immer ganz gerne, also wenn ich einen Nikolaus
Stempel habe. Dann gehe ich auch nochmal so hier drüber, wo der Bart ist. Dann sieht man schon, dass das nochmal so ein, dass das ausgemalt wurde. So. Ich kann das aber näher ranhalten. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so gut sehen kann. Aber ich finde, ja, man kann schon sehen, dass das ausgemalt wurde. Ne? Okay, so, das haben wir das erste. Dann stempel ich den jetzt mal in Memento. Dann sehen wir auch den Unterschied. Ich muss ja den Aufhebhelfer nehmen. Hier ist er. So, den malen wir grün aus, ne? Würde ich sagen, oder? Also das könnte man in so einem Grauton machen. Lasst mich mal eben überlegen. Den Vorhang machen wir jetzt grün. Vorhang, Umhang meine ich natürlich. Was rede ich denn da? Vorhang. Habt ihr euch auch schon gedacht, ne? Was redet ihr denn da? Vorhang, Gardinen. Umhang natürlich. So, meine Kinder haben auch so einen. Fällt mir gerade ein, aber in Knallrot. Bei mir ist er jetzt grün. Könnte man jetzt auch ein bisschen mal Schattierung setzen. Dafür nehme ich das Dunklere. Eigentlich macht man das mit dem Dunkel. Ach, das war dunkel. Ich dachte, das war hell. Das ist hell. Okay. Dann war es das mit den Schattierungen. Aber Schattierungen würde ich jetzt hier so an dem Rand setzen. Oh, da so, wie so ein L quasi. Okay, machen wir hier den oberen Teil tatsächlich heller, wenn es geht. So. Und dann hier. Schön. Und dann nehme ich wieder mein helles Grau hier. Das war der Schiefergrau. Smoky Slate in Englisch. Und dann malen wir das hier auch aus. Ich liebe ja die Alkoholmarker, ne? Ich mag da total gerne mit malen, weil da gelingt alles. Also da gelingt wirklich alles mit. Da braucht man nicht talentiert zu sein. Ach, ist der süß. Richtig schön. Hier vorne mache ich auch noch. So. Dann gehe ich hier wieder mit Weiß drüber. Die Zähnchen, die reizen mich noch zu kolorieren. Savanne, Ohren. Nee, Savanne wollen wir nicht die Ohren haben. Ich wollte die Ohren aber auch machen. Lasst mich mal eben hier bei mir im Fach reinschauen. Das ist schwarz. Aber hell. Das geht auch. Genau, hellschwarz. Guckt mal hier. Super, und da können wir auch die kleinen Zähnchen hier vorne. So. Ach, der ist auch süß, oder? Ich würde gerne hier noch ein bisschen Struktur reinbekommen.
Dafür nehme ich mir jetzt noch mal dunkle Limette. Gehe mal hier so am Rand entlang. Ja, auch. Und dann mit hell noch mal drüber, damit das schön verblendet. Und lass das mal so trocknen. So, okay. Dann haben wir den Kürbismenschen, den nehmen wir auch direkt rein. Habe ich Mensch gesagt, Kürbisgeist. Dann haben wir hier den Kürbisgeist, den nehmen wir natürlich auch dazu. Also bei dem Set würde ich wahrscheinlich, wenn ihr den Stamparatus habt oder eine Stempelhilfe, hier in der Mitte habe ich nicht fest genug drauf gedrückt, das sind dünne Linien, da würde ich wahrscheinlich ja, mit kolorieren. Ich habe den nicht mehr, den Stamparatus. So, da habe ich jemand mit glücklich gemacht, der den schon länger suchte. Apropos suchen, wenn du ein Stempelset suchst, ein älteres, ab 2019 habe ich auch einige hier zum Verkauf. Melde dich mal bei mir dann. Dann schaue ich, ob ich deins, was du suchst, da habe. So. Okay. Jetzt kolorieren wir weiter. Moment, habe ich denn das hell? Ja. Mit hell. Hier noch. Okay. Und dann haben wir hier oben noch. Da mache ich das so, da gehe ich einfach hier oben drüber. Und den Rand mache ich hell. Okay. Und da oben den Stiel machen wir grün. So, genau so. Und dann hier innen drin, das würde ich jetzt in Osterglocke machen. Kurz raussuchen. Osterglocke liegt noch bei meinem Burger. Genau. Also das ist der Weizenwein, den will ich jetzt eigentlich nicht haben. So, falls da so ein Licht drin ist, ne, erleuchtet der. Will ich jetzt das hellere nehmen. Jawohl. So, und den kleinen Kerl, wie machen wir den? Gute Frage. Also zumindest ja was am Mund müssten wir doch machen, ne? Rotton. Sind jetzt mutig. Der kriegt eine rote
roten Mund. So. Lippenstift. Der hat Lippenstift drauf. So. Sieht jetzt feminin aus. Dann haben wir eigentlich soweit alles ausgemalt, was es zum Ausmalen gibt. Die kommen jetzt mal alle hier beiseite. Und jetzt komme ich natürlich zu meiner Lieblingsbeschäftigung. Kleiner Scherz am Rande. Ich muss die jetzt alle ausschneiden. Oh. Theoretisch könnte ich auch Kreise nehmen. Habe ich mir jetzt gerade überlegt. Wir uns doch mal die Kreise. Vielleicht bin ich gerettet dann. Die müssen nur mal größer sein. Dann nehmen wir doch die Kreise, ne? Eins. Der passt nicht. Der geht so gerade. Bei dem würde es passen. Das ist ja auch eine große Karte. Hier kann ich auch so machen zur Seite. Und dem auch zur Seite. Ja, wenn es nicht aussieht, muss ich halt schneiden. So, den könnte ich mir jetzt hier so hinbringen. Den hier unten. So, was mache ich mit meinem Geist? Den könnte ich jetzt hier so und dann den Spruch da oben ran machen. Das wäre doch was. Ist mir aber zu viel weiß. Nächste Idee. So, ich denke, so ist es besser. Ich hätte den Geist zwar lieber da oben gehabt, aber dadurch, dass ich hier die Kante habe, passt das da besser hin. Ja. Okay, und jetzt müssen wir noch einen Spruch. Aber ich mache die jetzt erstmal hier fest, würde ich sagen. Eins. Zwei. 3, 4. So, den setzen wir hier oben uns hin. Ein Glück, ich brauche nicht ausschneiden. Ich weiß ja, dass viele das auch gerne mögen und dabei so richtig abschalten können. Also mich macht das eher nervös, weil ich dann, also ich mag immer gerne, wenn um so ein Motiv ein weißer Rand ist und das kriege ich dann nicht so hin, weil das dann nicht gleich ist und dann weiß ich, dass, ach, das regt mich dann auf, innerlich. Und deswegen ist das so mit dem Ausschneiden nicht so mein Ding. So.
mit euch. Das kleben wir uns dann hier unten hin. Ja, gefällt mir schon sehr gut. Einmal Dimensionals Konfetti verteilen. Hui. Der Boden freut sich. Gut. Jetzt haben wir ja in dem Set auch so Sprüche. Machen wir mal so von hier. Buh, finde ich total toll. Happy Halloween, Trick or Treat. So. Und der Plan ist jetzt folgendermaßen. Ich nehme mir jetzt hier meinen Farbkarton. Nehme mir das hier. Was auch immer das sein soll. Wolken oder Gebüsch. Schwarzes, grünes. Kürbisse. Und mein Buch. Und mein Happy Halloween. So. Und jetzt schauen wir mal. Also. Wir werden uns das so in der Reihe stempeln. Und dann fangen wir hier mit dem Kürbis an. Und ich überlege jetzt gerade, nee, ich verzettel mich gerade. Dafür nehmen wir natürlich schwarz. Und stempel mir das hier unten einmal. Wo ist mein Schmierblatt? Schon da drauf gelegt. Hier. Einmal hier. So. Einmal hier unten. Ich drücke so fest auf, damit die Farbe auch gut aufgenommen wird. Weil ich ja kein Stemperatus habe. Wieder Kürbis. Und dann nochmal hier. Okay, finde ich schon mal gut. Und dann haben wir hier das Buh. Ups. Das stempeln wir uns da drüber. Da muss ich aber aufpassen, hier der Rand. Und einmal da. So, dann ist der Rand ein bisschen egal. Dann habe ich hier mein Happy Halloween. Und das kommt hier hin. So. Ah, bei denen müsst ihr aufpassen. Da haben wir die Ränder. Okay. Und jetzt habe ich noch diese hier zum Verkauf. Die schönen, das schöne Fledermäuschen. Das kriegen wir jetzt auch noch hier untergebracht. Und zwar hier rein. Einmal. Und darüber. Hier. Und noch irgendwo. Ah, hier so ein bisschen am Rand. Okay. Also wir haben uns hier quasi eine Bordüre jetzt gestempelt.
die ich jetzt natürlich auch ausmalen werde noch. Jawohl. Und der Plan ist eigentlich hier, das so drauf zu kleben. Theoretisch könnte ich auch hier so ein Teil und das Buch, vielleicht da oben, nee, das so alleine sieht nicht aus. Ich muss es tatsächlich teilen. Ach, Manno. Aber so ist der Plan mit. Also es gefällt mir sehr gut, aber wir müssen noch mal, ich bin noch nicht so ganz d'accord hiermit. Wir müssen noch mal eine Runde einlegen. Ich lasse jetzt aber schnell laufen. Machen das hier auch. Obwohl die Seite ist nicht gerade. Also einmal schneiden. Und das gefällt mir noch am besten. Das ist heute ein Watch Me Craft Video. Wie sowas entsteht, sozusagen. Ja, das muss man echt bei dem Stempel wirklich mit dem Stemperatus. Aber das ist jetzt gar nicht so schlimm, dass das so uneben ist. Gefällt mir nämlich gut. Quietsch, quietsch. So. Mensch, den könnte ich aber jetzt auch echt mal ölen. Da hatte ich doch die Tage mit jemandem als Gast. Da quietschte die Stanzmaschine, genau. Wer war denn das? Ich glaube, die Gudrun. So, ne? Jawohl. Ich denke, ich werde das nämlich so machen. Schwarzen Element, das machen wir uns doch welche. Und zwar hier mit den, die legen wir mal kurz zur Seite. Die würden jetzt auch, aber irgendwie überzeugen die mich nicht. Das ist hier unser Emaille, Basic für Emaille Perlen Effekte Schwarz. So. Wollen wir die doch mal richtig nutzen. Dann warten wir, bis das trocken ist, würde ich sagen. Dann könnten wir uns jetzt den Innenaufleger machen. Die lege ich mir jetzt mal beiseite. Die kommen übrigens zu dritt. Da ist
Rot mit bei und ich meine auch Silber. Und ich habe jetzt hier Schwarz auch genau genommen. So, das heißt, ich brauche wieder mein Grundweiß. Hier habe ich sogar was, das könnte sogar sehr gut passen. Ich drehe die mal um. Brauche ich nur noch kürzen. Perfekt. Machen wir mal so. Jetzt drauf, ne? Gucken wir mal, ob das ausreicht. Ich finde nämlich gerade meinen Papierschneider nicht. Ja. Maß sage ich euch später, gar kein Problem. Und da klebe ich mir jetzt entweder das hier drauf, die Bordüre hier unten, oder die kleine. Aber da wir hier eine große Karte haben, könnte ich eigentlich auch das große nehmen, würde ich sagen. Das klebe ich mir so auf. Also mit so kleinen Stempeln kann man viel machen, finde ich. So. Und dann schneide ich mir das hier an den Seiten ab. Einmal. Hier in die Karte rein. Kleben wir uns das so rein. Genau. Okay. Rein mit dir. Sehr schön. Ach du Scheiße, jetzt bin ich hier drüber gegangen. Gut, dass ich so einen Radierer habe. Perfekt. Und jetzt hier auch noch so einen Streifen darunter setzen. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Da war das. Aber doch gerade abschneiden zumindest. So. Beste Verwertung. Und Streifen ist ja auch immer wichtig. So. Und dann hätte ich für dieses Jahr meine erste Halloween-Karte fertig. Seht ihr, das fängt schon an, sich so ein bisschen rund zu formen mit. Also, gefällt mir richtig gut. Ich hoffe, euch auch. Süße Motive, die drei. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss.